Am 8. August 1969 drangen Unbekannte in das Haus des Filmregisseurs Roman Polanski in Los Angeles ein. Sie ermordeten seine schwangere Frau, die Schauspielerin Sharon Tate, und vier weitere Personen auf bestialische Weise. Eine Nacht später wurde ein weiteres Haus überfallen. Ein Supermarktleiter mittleren Alters und seine Frau wurden mit der gleichen Brutalität getötet. Innerhalb von zwei Tagen wurde eine ganze Stadt in Angst und Schrecken versetzt. Erst Monate später brachte man die beiden Verbrechen miteinander in Verbindung. Danach wurde eine bizarre Persönlichkeit namens Charles Manson beschuldigt, die Verbrechen begangen zu haben, indem er seine fanatischen Anhänger angestiftet hatte. Damit begann der Versuch, hinter die Fassade von Charles Manson und seiner sogenannten Familie zu blicken. Wer war dieser Charles Manson? Ich bin ein Straßenkind, eine kleine Ausreißerin, mit 15 als Kathleen Maddox aus Kentucky abgehauen. Ich hatte keinen Mann. Mein Mann hieß Scott. Er heiratete jemand anderen und ging seines Weges. Und sie ging nach Cincinnati und hatte einen Kerl namens Charlie Manson. Charles Manson wurde am 12. November 1934 im Cincinnati General Hospital in Ohio geboren. Seine Mutter Kathleen Maddox war gerade 16 und unverheiratet, als er zur Welt kam. Sein Vater war Oberst Scott, den Kathleen nur flüchtig kannte. Sie sah sehr mütterlich aus, wie meine Mutter. Meine Mutter landete wegen bewaffnetem Raubüberfall für 5 Jahre im Gefängnis. Ihr Bruder musste viele Tricks anwenden, um auf der Straße ein bisschen Geld für Essen zu bekommen. Als ich hörte, dass sie Prostituierte war, konnte ich das nicht glauben. Sie ging ins Gefängnis und ich besuchte sie regelmäßig im Besucherzimmer. Alleingelassen und abgelehnt von seiner Mutter erträumte er sich eine gemeinsame Kindheit mit ihr. Manson verbrachte viele Jugendjahre bei seinen tief religiösen Verwandten in der Kleinstadt McMacon in West Virginia. Auf den ersten Blick genoss er dort ein glückliches Kleinstadtleben. Das Haus war alt, aber schön. Er hatte eigentlich alles, was er brauchte. Seine Tante, sein Onkel und seine Großmutter nahmen ihn mit in die Kirche. Er ging aber nicht gern. Das Einzige, was er mochte, war der Gesang. Charles liebte es zu singen. Ein wesentlicher Teil von Mansons Weltanschauung wurde durch einen anderen Onkel, einen Bergmann, geprägt. Mein Onkel aus den Bergen Kentuckys sagte: Wir geben nicht auf. Wir sind immer noch Rebellen und werden es bleiben bis ans Ende der Zeit. Wir akzeptieren keine Yankee-Schulen. Geh nicht in diese Schulen, Junge. Also mischte ich mit 9 Jahren die Schule auf. Ich wollte sie verändern. Zwischen 1942 und 1947 verbrachte Manson immer wieder Zeit bei seiner Mutter und ihren wechselnden Liebhabern im Mittleren Westen. Dann, als sie ihn nicht in einem Kinderheim unterbringen konnte, erlaubte sie dem Jugendamt, ihn in eine Schule für schwer erziehbare Kinder zu stecken. Nach 10 Monaten riss er aus. Das war ein Wendepunkt im Leben von Charles Manson. Das Einzige, was meine Mutter mir beigebracht hat, war, dass alles, was sie sagte, gelogen war. Ich lernte niemanden mehr, irgendetwas zu glauben. Er riss erneut aus der Schule aus und begann mit einigen Ladeneinbrüchen seine Karriere als Kleinkrimineller. 1949 wurde er nach einem Aufenthalt in einer Jugendstrafanstalt zu Pater Flanagans berühmtem Boys Town gebracht. Laut einem Artikel der Indianapolis News: Ein hoffnungsloses Kind, das emotional verwahrlost war, ist heute glücklich. Es besucht Boys Town. Doch nach nur 4 Tagen lief Manson wieder weg. Gerade 13 Jahre alt stahl er Autos, beging Einbrüche und seinen ersten bewaffneten Raubüberfall. Daraufhin wurde er in ein strenges Erziehungsheim namens Indiana School for Boys geschickt. Hier wurde er angeblich vergewaltigt und misshandelt. Er riss insgesamt 18 Mal aus. Nachdem er Autos gestohlen, bewaffnete Raubüberfälle begangen und Tankstellen geplündert hatte, wurden die Strafen immer härter. Er wanderte von einer Jugendstrafanstalt in die nächste. 1954 wurde er schließlich entlassen. Er war gerade 18 Jahre alt. Zu dieser Zeit war eine von Mansons späteren Anhängerinnen, Patricia Krenwinkel, noch ein kleines Mädchen in Los Angeles.
Ihre wohlbehütete Kindheit hätte keinen stärkeren Kontrast zu Mansons Leben bilden können, aber auch ihr Glück war getrübt. Während meiner Kindheit wurde über nichts wirklich gesprochen. Meine Eltern sprachen nicht über ihre gescheiterte Ehe. Man sprach nicht über häusliche Probleme. Ich wusste nie, was ich einmal werden wollte. 1949 wurde Leslie Van Houten in eine gediegene Mittelschichtfamilie in Altadena in Kalifornien geboren. Schon früh wollte sie in der Welt Gutes tun. Auch ihre Eltern wurden geschieden. Ich war immer ein sehr kreatives Mädchen, künstlerisch begabt. Eine Zeit lang wollte ich Lehrerin werden. Irgendwann bin ich aber davon abgekommen und habe die Motivation verloren. Ich glaube, ich suchte verzweifelt jemanden, den ich lieben konnte. Wahrscheinlich, weil der Weggang meines Vaters eine Lücke hinterlassen hatte. Im Januar 1955, zurück in McMacon, heiratete der 20 Jahre alte Charles Manson die 17-jährige Rosalie Jean Willis. Er hatte Gelegenheitsjobs, stahl aber weiterhin Autos und brachte sie über die Staatsgrenze. 1944 wurde ich in die Jugendstrafanstalt gebracht und kam bis 1954 nicht mehr raus. Ich hatte eine kleine Frau namens Rose, stahl ein paar Waffen, ging nach Georgia, brach in einen Laden ein, erbeutete einen Strohhut voll 10-Cent-Münzen und kam nach Los Angeles ins Gefängnis. Ich war nie länger als eine Sekunde draußen. Ich war mein Leben lang im Gefängnis. Das war das Merkwürdige an Charles Manson. Er schaffte es immer wieder, Bagatellen zu begehen und schwere Strafen dafür zu bekommen. Eine Bewährungsstrafe wurde in 10 Jahre umgewandelt, nachdem er mit einem kleinen Scheckbetrug die Bewährungsauflagen verletzt hatte. Ich war betroffen, dass er wegen des Versuchs, einen 43-Dollar-Scheck einzulösen, zu 10 Jahren verurteilt wurde, von denen er 7 absitzen musste. Von 1951 bis 1967 sammelte sich im Strafregister von Charles Manson eine breite Auswahl an Vergehen, von Diebstahl über Fälschung bis hin zu Zuhälterei. In der McNeil Island Justizvollzugsanstalt lernte Manson Gitarre spielen und begann sich für Musik zu interessieren, was später noch eine wichtige Rolle spielen sollte. Der Mann, der ihm Gitarre spielen beibrachte, war ein älterer Mithäftling, der berüchtigte Gangster Alvin Creepy Karpis. Aber wichtiger war, dass Manson im Gefängnis mit seinen starren Verhaltensregeln und Hierarchien seine Weltanschauung entwickelte. Ich begriff nie, dass Menschen draußen ganz anders sind als hier drin. Wenn man drin lügt, wird man geschlagen und missbraucht. Lügst du den Leutnant nicht an, lügt er dich auch nicht an. Es gibt einen Wahrheitskodex im Gefängnis und hier aufgewachsen, kannte ich nur diese Wahrheit. Er machte sein eigenes Ding. Er lehnte so ziemlich alles ab, was seitens der Gefängnisaufsicht erwartet wurde. Er verbrachte viel Zeit in seiner Zelle mit Gitarre spielen und Musik schreiben und er belegte erfolgreich einen Kurs in positivem Denken, von dem ich immer glaubte, dass es Teil von ihm war. 1967 wurde er aus dem Gefängnis entlassen. Angeblich bat er darum, nicht entlassen zu werden. Mehr als die Hälfte seines 32-jährigen Lebens hatte er hinter Gittern verbracht. Das war das einzig wirkliche Zuhause, das er je kennengelernt hatte. Darüber hinaus hatte Charles Manson nie ein richtiges Familienleben gekannt. Das machte die Vorstellung einer eigenen Familie für ihn so attraktiv. Haft hätte für ihn ein Leben ohne viel Veränderung bedeutet. Das Leben draußen wandelte sich dagegen ständig. Es war eine völlig andere Welt als die, die er vor seiner Haft gekannt hatte. Mitte der 60er Jahre war der Haight-Ashbury District von San Francisco der Mittelpunkt, das gelobte Land für Hippies und andere Aussteiger. In der Blütezeit sah man tausende Blumenkinder verstreut über das ganze Land, über die ganze Welt, angezogen von der Bewegung wie Motten vom Licht vom Sommer in San Francisco. Es entstand hier eine völlig neuartige Sicht der Dinge, von der man noch nicht gehört hatte. Hier war das Epizentrum. Viele junge, kreative und neugierige Menschen kamen. Aber dann konnte man auch immer mehr Störenfriede und Drogenabhängige sehen.
Bewusstseinserweiternde Drogen wie LSD wurden von anderen Rauschmitteln verdrängt, vor allem von Speed, das zu Zwangsneurosen und Paranoia führte. Die Unschuld wich der Gewalt. Sie erinnern sich vielleicht an das Lied, in dessen Text es heißt: Wenn du nach San Francisco kommst, trag eine Blume im Haar. Wer 1967 nach San Francisco kam, sollte besser eine 45er in seinem Gürtel tragen. So schnell veränderte es sich. Die Jugend kam immer noch mit den gleichen Erwartungen aus ganz Amerika, aber das Empfangskomitee war völlig anders. Es gab eine bestimmte Szene, die man sich kaum vorstellen kann. Wenn man seine Haare wachsen ließ und sich dem Umgangston anpasste, gehörte man dazu. Diese Bühne betrat Charles Manson 1967 nach seiner Entlassung. Als er rauskam, fragte er mich zunächst, ob ich nicht etwas tun könnte, um ihn zurück ins Gefängnis zu bringen. Er wollte keine vorzeitige Entlassung. Die Bewährungsauflagen waren ihm zu lästig. Er war definitiv eine asoziale Persönlichkeit. Er war oberflächlich, aalglatt und nicht greifbar. Als ich rauskam, kamen eure Kinder zu mir, weil ihnen noch nie jemand die Wahrheit gesagt hatte. Er hatte ein gutes Gespür für Menschen. Das ist wohl eine Fähigkeit, die man im Gefängnis erwirbt. Er sagte, dein Vater hat dich wohl gerade vor die Tür gesetzt. Und damit begann es. Lynette Squeaky Fromm schloss sich Charles Manson früh an. Es war angenehm, mit ihm zu reden, und wir unterhielten uns auf verschiedenen Ebenen. Seine Ansichten faszinierten mich. Charlie passte sich seiner jeweiligen Umgebung an. Pat Cranwinkle war auch ein frühes Mitglied der wachsenden Manson-Familie. Ich traf Charlie, als ich mit meiner Schwester am Strand wohnte. Sie fragte mich, ob ich mit zu einem Freund käme, und dort war auch Charlie. Er spielte Gitarre. Dort habe ich ihn kennengelernt. In dieser Nacht haben wir miteinander geschlafen, und ich habe mich gleich von ihm geliebt gefühlt. Hauptsächlich, weil ich zu diesem Zeitpunkt verzweifelt nach jemandem gesucht habe, den ich verwöhnen konnte. Ich erinnere mich nur noch daran, dass ich geweint und geweint habe, weil er gesagt hat: Du bist wunderschön. Ich konnte das nicht glauben und fing einfach an zu weinen. Die Manson-Familie bekam auch männlichen Zuwachs. Einer von ihnen war der junge Texaner Charles Tex Watson. Charlie benutzte Sex als bevorzugtes Mittel, um über jemanden Macht zu erlangen. Männern bot er alle Frauen an, die er hatte. Und bestimmte Frauen schickte er immer als erstes. Er nannte sie seine Frontstraßenmädchen. Er hielt sie für besonders schön und verführerisch und ließ sie für sich laufen. Er war ein hervorragender Zuhälter. Charles Manson zog nicht nur immer mehr Anhänger an, er übte auch zunehmend mehr Kontrolle aus. Alles, was er glaubte, glaubte ich auch. Ich gab mich selbst auf. Ich fing an, mich immer unwohler zu fühlen mit der Art und Weise, wie er alle unter Kontrolle hielt. Man konnte beobachten, wie sein Gespür für Macht und Kontrolle wuchs. In Nordkalifornien wurde die Familie von außen beobachtet. Ich sah ihn einmal wöchentlich. Er brachte die Mädchen mit ins Büro. Aber es war auch eine Gelegenheit, sie zu Hause zu besuchen. Sie hatten sich eine eigene Welt geschaffen. Die Familie verließ San Francisco im Sommer 1967. Sie begann eine Odyssee entlang der kalifornischen Küste. Von Ort zu ziehen, war Charles Mansons Art, seine Anhänger bei Laune zu halten. Schließlich blieben sie in der Gegend von Los Angeles hängen. Charles Manson hoffte, sich im Rock'n'Roll einen Namen zu machen. Er glaubte, dass dort alles anders werden würde. Er hatte Kontakt zu den Beach Boys. Charles Manson lernte Dennis Wilson von den Beach Boys über seine Mädchen kennen. Wilson hatte zwei von den Frauen der Familie als Anhalterinnen zu sich nach Hause mitgenommen.
Bald erschien Manson mit dem Rest der Familie und zog bei dem Musiker für mehrere Monate ein. Durch Wilson konnte Manson ein paar Aufnahmen machen, aber ohne Erfolg. Charles Manson war verbittert darüber, dass seine Musik nicht angehört wurde. Sie kamen zur Ranch. Ich ging nicht zu ihnen. Sie kamen zu mir. Ihr stehlt meine Musik, meine Lieder. Ihr spielt mein Spiel. Im August 1968 fand Susan Atkins für die Familie eine neue Bleibe. Eine alte Westernkulisse, die als Reitstall genutzt wurde. Sie gehörte einem 80-jährigen halbblinden Mann namens George Spann. Im gleichen Sommer kam Leslie Van Houten zur Gruppe. Am Anfang war alles noch sehr lustig, unschuldig. Zunächst feierte die Familie in der verfallenen Filmkulisse und der wunderschönen Umgebung. Sie spielten Rollen aus alten Filmen nach. Es war wie im Sommercamp und Manson war der Oberaufseher. Es war ein toller Ort. Wir konnten daraus machen, was wir wollten. Es war, als hätten wir unsere eigene Kulisse, die in alles verwandelt werden konnte. Die Zeit blieb stehen. Es gab keine Zeit. Wir lebten alle im Jetzt. Jetzt war die einzige Zeit. Wir spielten Cowboys, Zigeuner oder Piraten. Es ging darum, verschiedene Rollen zu spielen, damit wir mehr aus uns herauskamen. Jeden Tag war Halloween. Selbstaufgabe, Auslöschung alter Vorstellungen und dann das Ersetzen durch Charles Mansons eigenartige Ideologie. Das waren die eigentlichen Ziele all dieser Rollenspiele, die Manson leitete. Wenn man die Identität von jemandem ausradiert, sodass alles Erlernte vergessen ist, und dann durch seine eigene Ideologie ersetzt, dann ist das wie eine Tafel löschen, um seine eigenen Ideen darauf zu schreiben. So wird man der absolute Beherrscher. Schritt für Schritt wurde die Familie eins mit Charles Manson. Eine seiner Methoden war, dich aus dem Tagesablauf herauszuholen. Er legte seine Handfläche auf deine und führte sie in alle möglichen Richtungen. Oder er machte eine Reihe von Grimassen und man sollte sie ihm nachmachen. Das alles diente dazu, komplett mit ihm zu verschmelzen. Charles Mansons effektivste Methode, Kontrolle auszuüben, war das Verteilen von Drogen, vor allem von LSD. Wir schmissen hunderte Trips gemeinsam. Die LSD-Trips dienten der totalen Kontrolle. Er programmierte uns mit Hilfe der Drogen. Er war der Mittelpunkt. Es war erstaunlich. Es schien immer, als hätte er alles im Griff, obwohl LSD eine sehr starke Droge ist. Und ich mich völlig außer Kontrolle fühlte. Wenn ich heute daran zurückdenke, glaube ich, dass er selbst kein LSD nahm. Die Idee war, sich von allem Erlernten zu lösen und in sich selbst zu sterben. Er sagte, ich kann deine Mutter in dir sehen. Du bist sie nicht losgeworden. Du bist noch nicht tot. Manchmal, wenn wir auf LSD waren, spielte er die Kreuzigung nach und es wirkte sehr echt. Ich würde für dich sterben. Und dann fragte er, würdest du für mich sterben? Und welche Ideen bot Charles Manson an? Es hatte begonnen mit einer Vorstellung von Einheit und mit der Kraft der Liebe. Aber im Laufe der Zeit wurden die Ideen immer paranoider. Die Botschaften an die Familie verdüsterten sich. Es gab kein richtig oder falsch. Und Leben und Tod waren das Gleiche. Tatsächlich war der Tod ein willkommener Schritt auf dem Weg in ein besseres Leben. Im Herbst 68, als sich Charles Manson immer mehr als einsamer Visionär sah, verbrachte er mit der Familie viel Zeit an einer abgelegenen Stelle, der Barker Ranch im Death Valley. Wir waren völlig abgeschnitten. Wir durften nur die Beatles, The Moody Blues und Mansons Musik hören. Trotzdem wusste Manson, was in den amerikanischen Städten los war. Seit 1966 gab es in den schwarzen Vierteln immer mehr Unruhen. Der Ruf nach Black Power wurde laut. Noch stärker war die Friedensbewegung gegen den Vietnamkrieg. America should be burnt down.
Die Familie kehrte im Januar 69 nach Los Angeles zurück. Die Paranoia wurde im Juli angeheizt, als Charles Manson glaubte, einen schwarzen Drogendealer getötet zu haben, der vermutlich auch Mitglied der Black Panther war. Manson war davon überzeugt, dass bald die ganze Wut der Black Panther die Familie treffen würde und ein gigantischer Rassenkampf bevorstand. Außerdem war er verbittert über seinen musikalischen Misserfolg. Die Monate Juli und August verbrachte er angespannt, wütend und paranoid. Es ist die Nacht des 9. August 1969 am Cielo Drive in Los Angeles. Die Schauspielerin Sharon Tate, die im achten Monat schwangere Frau von Regisseur Roman Polanski, befindet sich mit ihren Freunden, dem Friseur Jay Sebring, Kaffeeerbin Abigail Folger und Romans Freund Wojtek Frykowski in ihrem Haus. Ein junger Mann namens Stephen Parent ist ebenfalls auf dem Grundstück, um den Hausmeister zu besuchen. Die Morde dieser Nacht wurden auf der Span Ranch vorbereitet. Ich war mit den Kindern zusammen. Wir waren in einem Wohnwagen und Charlie kam und weckte mich. Er sagte, steh auf, steig ins Auto. Dann saß ich im Wagen mit Tex, Linda Kasabian und Susan Atkins. Und er sagte, macht, was Tex euch sagt. Dann fuhren wir los. Tex Watson kam als erster auf das Grundstück. Als Stephen Parent im Auto an ihm vorbeifuhr, schoss er viermal auf ihn. Wir hörten Schüsse. Er kam zurück und sagte, wir sollten ihm folgen, und wir folgten ihm. Er ist durch irgendeinen Zugang ins Haus gekommen und hat uns dann die Eingangstür geöffnet. Er hatte einen Mann in der Mangel. Ich glaube, es war Jay Sebring. Er drückte ihn zu Boden und fesselte ihn. Dann hat er Susan gebeten, die hinteren Zimmer zu überprüfen. Dann gab es ein Handgemenge zwischen Tex und Jay Sebring, und er hat ihn erschossen. Ab dann waren alle anderen entsetzt und verängstigt. Dann sollten wir alle fesseln. Währenddessen hatte sich Abigail Folger befreit und war geflohen. Ich rannte mit erhobenem Messer hinter ihr her. Wir sind aus dem Haus in den Garten gelaufen und ich habe auf sie eingestochen. Ich habe sie zu Boden gestoßen und auf sie eingestochen. Ich erinnere mich, wie sie stöhnte, ich bin schon tot. Tex Watson führte die meisten tödlichen Hiebe in dieser Nacht aus. Wir waren wie blockiert. Wir waren wie Roboter, die funktionieren mussten. Der Tatort sah schauerlich aus. Überall war Blut. Ein Seil, das zweimal um Sharon Tates Hals gewickelt war, lief über einen Balken und war ebenfalls um Jay Sebrings Hals geschlungen. Abigail Folger und Wojtek Frykowski lagen im Vorgarten. Stephen Parent lag tot in seinem Wagen. Und an die Vordertür war das Wort Schwein mit Sharon Tates Blut geschrieben. Neben den Schüssen und Schlägen wurden die Opfer mit insgesamt 102 Messerstichen getötet. Als ich zurück zur Ranch kam und aus dem Auto stieg, fragte Charlie jeden, wie es gelaufen war. Ich schaute ihn an und sagte, Charlie, Sie waren so jung. Und er sagte nur, geh mit Tex. In der folgenden Nacht der nächste Überfall. Dieses Mal war das Haus des Supermarktbesitzers Lino LaBianca und seiner Frau Rosemary an der Reihe. In einer ganz anderen Ecke von Los Angeles. Charles Manson kannte das Haus von einer Party, die er in der Nachbarschaft besucht hatte. In dieser Nacht musste Leslie Van Houten ihre Loyalität zu Manson unter Beweis stellen. Ich wusste, dass Menschen sterben mussten, dass es Morde geben würde.
Manson, Van Houten, Krenwinkel, Watson, Atkins und Linda Kasabian fuhren erst ein wenig durch die Gegend, bevor sie vor LaBiancas Haus hielten. Charles Manson brach ein, fesselte die LaBiancas und ging wieder. Pat hatte ein Messer und ich versuchte, Frau LaBianca niederzudrücken, aber ich konnte das nicht. Pat sollte sie abstechen, aber sie konnte es auch nicht. Leslie versuchte, sie immer noch zu halten, aber sie wehrte sich und ich holte Tex. Tex ist ins Schlafzimmer gekommen. Ich habe im Flur gestanden und in ein leeres Zimmer gestarrt. Ich habe mich nicht vom Fleck bewegt. Ich kann mich an keine Todesschreie von Frau LaBianca erinnern. Ich erinnere mich nur, dass ich in den Raum starrte. Dann hat mich Tex umgedreht und mir das Messer in die Hand gedrückt und gesagt, stich zu. Denn Manson hatte angeordnet, dass er sicherstellen sollte, dass wir uns alle die Hände schmutzig machten. Und ich stach etwa 16 Mal in den Rücken von Frau LaBianca. Der Tatort im Hause LaBianca stand dem Tate House in nichts nach. Eine Tranchiergabel ragte aus Lino Biancas Bauch. Ein Messer steckte in seinem Hals und das Wort Krieg war in sein Fleisch geritzt. Rosemary LaBianca lag im Schlafzimmer, der Kopf mit einem Kissenbezug bedeckt und einer Lampenkordel um den Hals. An den Wänden waren mit ihrem Blut die Worte »Tod den Schweinen« und »Aufgang« geschrieben. An der Kühlschranktür standen die Worte »Helter Skelter«. Ich sagte, wenn ihr das macht, hinterlasst etwas Mysteriöses. Wie ich sagte, wenn man etwas macht, mach es gut und hinterlass etwas Rätselhaftes. Setz ein Zeichen, um der Welt zu sagen, dass du da warst. Mache einen schönen Tag daraus. Auf die beiden Opfer wurde insgesamt 67 Mal eingestochen. Währenddessen hatte die Nachricht von der ersten Mordnacht L.A. erschüttert. Es ging eine schreckliche Angst und Beklommenheit um in Hollywood, im Glauben, dass diese Ritualmorde auf Prominente abzielten. Deshalb verließen viele Hollywood-Stars, wie etwa Frank Sinatra, die Stadt. Tony Bennett zog von einem der Bungalows des Beverly Hills Hotels ins Hauptgebäude, um sicher zu sein. Steve McQueen fuhr angeblich nur noch mit einer Waffe auf dem Beifahrersitz umher. Alles Reaktionen auf die Tate-Morde. Es war unglaublich. Jeder erzählte ein anderes Detail der Geschichte. Wo immer man hinkam, hieß es, wusstest du schon dieses oder jenes? Plötzlich wollte jeder eine Waffe. Ein Laden in Beverly Hills verkaufte innerhalb von 2 Tagen 200 Pistolen. Die Lieferzeit für eine Locksmith betrug 2 Wochen. Die Polizei befragte viele Stars und einige überdachten ihre Gewohnheiten. Ein Insider des Filmgeschäfts sagte, die Toilettenspülungen stehen nicht mehr still, das gesamte Abwassersystem von Los Angeles ist auf Droge. Und die Gerüchteküche begann zu brodeln. Das erste Gerücht, das umging, war, dass das Verbrechen mit Drogen zu tun hatte. Und ausschlaggebend war Roman Polanskis Frau. Die Leute wussten von Polanskis Film Das Messer im Wasser, von all seinen seltsamen mystischen Filmen um Drogen, Sex und Mord. Anfangs dachten auch einige, dass Roman etwas damit zu tun hatte. Diesen Spekulationen widersprach Polanski sofort. Es war schrecklich für ihn, als er wegen der Beerdigung zurückkam. Warren Beatty erzählte mir, dass die Leute glaubten, er hätte was damit zu tun, was natürlich nicht stimmte. Der Zusammenhang zwischen den Tate und den LaBianca-Morden war offensichtlich. Trotzdem glaubte die Polizei, dass das zweite Verbrechen von einem Nachahmer aufgrund der Medienberichte verübt worden war. Und so liefen die beiden Untersuchungen getrennt voneinander ab. Tatsächlich wurde die Manson-Familie während der Ermittlungen aufgrund einer anonymen Anzeige wegen Autodiebstahls verhaftet, dann aber wieder freigelassen. Danach brachten sie sich auf der Barker Ranch im Death Valley in Sicherheit. Am 10. Oktober wurde die Familie erneut wegen des Verdachts auf Autodiebstahl und Brandstiftung verhaftet. Während der Untersuchungshaft gab es einen Wendepunkt in dem Mordfall-Ermittlungen.
Susan Atkins wurde von einem anderen Familienmitglied mit einem früheren Verbrechen in Verbindung gebracht. Inhaftiert in L.A. plauderte sie gegenüber Zellengenossinnen über die Tate- und LeBianca-Morde. Sie erzählte, je öfter man tötet, desto mehr Gefallen findet man daran. Daraufhin teilte eine Zellengenossin die Geschichten der Polizei mit. Im Dezember 1969, fast vier Monate nach den Verbrechen, wurden Charles Manson und fünf Familienmitglieder wegen der Tate- und LeBianca-Morde angeklagt. Was als Verbrechen des Jahrhunderts bezeichnet wurde, kam nun vor Gericht und fesselte eine ganze Stadt. Der Prozess gegen Charles Manson, Pat Krenwinkel, Leslie Van Houten und Susan Atkins wegen der Tate- und LeBianca-Morde begann am 15. Juni 1970. Charles Manson wurde die Erlaubnis, sich selbst zu verteidigen, verweigert. Dennoch war von Anfang an klar, dass Manson die Verteidigung absolut unter Kontrolle hatte. Ich betrachtete Manson als den Hauptangeklagten. Seine Mitangeklagten zu verurteilen und ihn aus dem Gericht spazieren zu lassen, wäre eine Niederlage gewesen. Das Problem war, dass Manson nicht am Tatort gewesen war. Ich musste ihn also über Indizienbeweise und das Gesetz gegen Verschwörung drankriegen. Im Zentrum der Anklage stand die bizarre Geschichte von Helter Skelter, dem seltsamen Szenarium eines jüngsten Gerichts, das Charles Manson sich aus seiner Überzeugung von einem zukünftigen Rassenkampf zusammengesponnen hatte. Manson envisioned that white people would turn against the black man if they thought the black man had committed these seven murders. And ultimately there would be a civil war between blacks and whites out on the street. Während dieses Krieges, erklärte er, werden wir uns in einem Fass ohne Boden in der Wüste verstecken, einem Ort, den er aus dem Neuen Testament abgeleitet hatte. Manson foresaw that the black man would win this war. But later on he said the black man, because of inexperience, would simply not be able to handle the reins of power, so we would have to look around at those white people who had survived, who had escaped from Helter Skelter. Manson sagte, wir werden den Neger zurück zum Baumwollpflücken schicken und die Führung der Welt übernehmen. Die Hauptzeugin der Anklage war Linda Kasabian, die den Wagen in der Nacht der Tate-Morde gefahren hatte. Sie willigte ein, auszusagen und dafür straffrei zu bleiben. Die Stimmung rund um den Prozess und in ganz L.A. war ebenso grotesk wie die Angeklagten selbst. It may be more than six months before the Tate case finally goes to trial here at the Hall of Justice, but Hollywood isn't waiting. Two movies about the mass murders already are in the works. One producer said his film will concentrate on the hippie clan charged with murder and explain on the screen why they might have done it. Tag für Tag kam Manson ins Gericht. Mal wollte er einschüchtern, mal amüsieren. Er spielte mit den Menschen, mit dem Gerichtssaal und der Presse. Er starrte ständig die Menschen an, er starrte die Geschworenen an, bis die sich wegdrehten. Er selbst drehte sich um und starrte die Zuschauer an. Während ihrem Prozess bekamen die drei Frauen, wie in ihrem Leben zuvor, alle Anweisungen von Charles Manson. Charlie hatte den gesamten Prozessablauf schriftlich ausgearbeitet. Wir trafen uns jeden Tag und er entschied dann, ich möchte, dass ihr heute alle aufsteht und mit euren Händen irgendwelche dummen Symbole macht. Jeder Tag war vorbereitet. Manson glaubte, dass alles, was wir machten, ein bestimmtes Bild kreierte, das ins Universum ging und von dort alles so beeinflusste, wie er es wollte. Der tägliche Marsch von Van Houten, Atkins und Krenwinkel, lächelnd und singend, war für jeden, der ihn in den Nachrichten sah, zermürbend. Das Lied, das sie sangen, hatte Manson geschrieben. Nach etlichen Störungen des Prozesses wurde der Rest der Familie von der Verhandlung ausgeschlossen. Deshalb wichen sie auf die Gänge aus und stellten draußen eine Wache auf. Es erinnerte an ein Festival. Wir sahen sie jeden Tag. Sie wissen schon. Los, Squeaky, das kannst du nicht ernst meinen. Das war so ein Geplänkel. Das war richtig freundlich. Um das Gericht weiter zu schockieren, ritzte sich Charles Manson im späten Juli ein X in die Stirn, um so seinen Rückzug von der Gesellschaft zu symbolisieren. Am folgenden Wochenende folgten die drei Mädchen seinem Beispiel. Der Prozess erlangte nationale Aufmerksamkeit, einschließlich einer unwillkommenen Bemerkung von höchster Stelle. Präsident Nixon erwähnte Charles Manson in einer Rede am 3. August. Here is a man who was guilty, directly or indirectly, of eight murders without reason,
here is a man yet who, as far as the coverage was concerned, appeared to be rather a glamorous figure. Und am nächsten Tag hielt ein lächelnder Charles Manson die Zeitung den Geschworenen unter die Nase, während die Verteidigung die Einstellung des Verfahrens forderte. Doch trotz größter Bemühungen wurde dies abgelehnt. Im Verhandlungssaal kam am 5. Oktober 1970 einen Augenblick lang Spannung auf, als Charles Manson einen Sprung von 3 Metern auf den Richter zumachte. Er wurde mit Gewalt zurückgehalten und der Prozess fortgeführt. Am 16. November ruhten Anklage und Verteidigung. Nicht ein einziger Zeuge wurde aufgerufen. Auseinandersetzungen mit Manson und Wechsel in der Verteidigung waren an der Tagesordnung. Trotzdem war es beunruhigend, als der Verteidiger Ronald Hughes nicht vor Gericht erschien. Seine Leiche wurde später in einer verlassenen Gegend entdeckt. Am 25. Januar 1971 erklärten die Geschworenen nach 9 Tagen Beratung jeden Angeklagten des Mordes sowie der Verschwörung zum Mord für schuldig. In einem separaten Prozess wurde Tex Watson ebenfalls schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt. Während der Beratung der Geschworenen gestanden die Frauen und versuchten, Charles Manson zu entlasten. Jetzt änderten sich Mansons Anweisungen. Eine Eigenschaft, die er an sich selbst immer hervorgehoben hatte, war: Ich lüge nicht. Das war eine seiner Stärken, denn man glaubte ihm wirklich, dass alles, was er sagte, die Wahrheit war. Und plötzlich bat er uns, über bestimmte Dinge zu lügen. Sag dies, sag das. Wir waren da, aber ich habe nichts getan. Und wir dachten, du lügst? Ein Gott lügt? Am 9. März forderten die Geschworenen für alle Angeklagten die Todesstrafe und der Richter folgte der Forderung. Als Protest rasierten sich die Frauen die Köpfe kahl. Bevor der Gerichtsschreiber das Urteil verliest, weiß man nicht, ob er leben oder tot sagen wird. Ich habe zu Manson geschaut und seine Hände haben gezittert. Da stand nun der Mann, der immer von der Schönheit des Todes gesprochen hatte, der allen weismachen wollte, wie wundervoll der Tod ist und dass er den Getöteten wahrscheinlich sogar noch einen Gefallen getan hat. Aber er selbst hat hart um sein eigenes Leben gekämpft. Es war reine Heuchelei von ihm. Die Angeklagten sahen sich nun der Todesstrafe gegenüber. Zumindest für eine von ihnen war sie eine Art von Erlösung. Ich war mehr als bereit, in die Gaskammer zu gehen. Ich hatte keine Angst. Die Todesstrafe war eine Art Rechtfertigung für mich, dass ich mich mit meinen Taten nicht auseinandersetzen musste. Auge um Auge. Wenn sie mich töten, muss ich nicht weiter darüber nachdenken. 1972 hob der oberste Gerichtshof die Todesstrafe auf. Die Urteile wurden in lebenslange Haft umgewandelt. Im Falle Charles Manson hatte das eine besondere Ironie. Nach dem Prozess sagte er zu mir: Du hast nichts erreicht. Alles, was du getan hast, war, mich dahin zurückzubringen, wo ich herkomme. Aber ich habe gesagt: Das stimmt. Aber soweit ich weiß, warst du noch nie im Green Room. Der Green Room ist ein Synonym für die San Quentin-Gaskammer. Im Jahr darauf saß ich im Auto und hörte, dass der oberste Gerichtshof die Todesstrafe aufgehoben hat. Mein erster Gedanke war, dass Manson Recht behalten hatte. Wir hatten alles getan, um ihn dahin zurückzuschicken, wo er herkam. Das Haftleben machte ihm nichts aus. Also hat Manson, und ich hasse das zu sagen, die Fäden in der Hand gehalten. ...1972 waren Pat Cranwinkle und Leslie Van Houten junge Frauen und hatten ihr ganzes Leben noch vor sich. Ein ganzes Leben, um über ihre Taten nachzudenken. Mehr als 30 Jahre nach den Tate- und LaBianca-Morden sitzen Charles Manson, Patricia Cranwinkle, Leslie Van Houten, Susan Atkins und Tex Watson noch immer im Gefängnis. Alle Anträge auf Begnadigung wurden bislang abgelehnt. Doch Charles Manson ist zu seinen Anhörungen oft gar nicht erschienen. Mittlerweile ist er über 70. Charles Tex Watson und die Frauen gehen auf die 60 zu. Und wenn Charles Manson, Pat Cranwinkle und Leslie Van Houten heute über die Ereignisse von damals sprechen, hört man sehr unterschiedliche Aussagen. Je älter ich werde, desto schlimmer ist es. Frau LaBianca war jünger als ich heute.
Ich habe all diese Leben zerstört. Took away all that life. Hier geht es jeden Tag blutig zu. Jeden Tag wird jemand erschossen, aufgeschlitzt und geschlagen. Ich erlebe das schon mein ganzes Leben lang. Das macht mir nichts aus. Man könnte 100 Leichen vor meiner Zelle auftürmen. Das ist mir egal. Jeden Tag wache ich mit dem Gedanken auf, dass ich das kostbarste Gut, das Leben selbst, zerstört habe. Damit zurechtzukommen, ist das Schwierigste. Ich tue es, weil ich es nicht anders verdient habe, als jeden Morgen damit aufzuwachen. Das passierte damals nicht von heute auf morgen. Charles verwendete viel Zeit darauf, Mädchen aus der Mittelschicht zu finden und sie völlig umzukrempeln. Ich habe nie den Willen eines anderen gebrochen. Ich habe nie jemanden befohlen, etwas gegen seinen Willen zu tun. Charlie lügt einfach immer. Selbst bei Dingen, die gestattet waren, haben wir noch nach seiner Erlaubnis gefragt. Moment, ich sagte, tu, was für dich am besten ist. Mach, was du für richtig hältst. Was immer du denkst, ist richtig, muss richtig sein. Alles, was ich mache, ist, dich zu begleiten, dich zu unterstützen. Was du tust, bleibt dir überlassen und hat nichts mit mir zu tun. Es verletzt mich, dass Manson 25 Jahre später bestreitet, irgendetwas damit zu tun zu haben. Ich übernehme die Verantwortung für meinen Teil. Und ich bin leider auch mitverantwortlich, ihn, so wie er ist, erschaffen zu haben. Immer mal wieder bekomme ich Briefe von Kindern, die schreiben, dass das, was wir getan haben, in Ordnung war. Nichts. Wirklich gar nichts, was wir getan haben, war in Ordnung. Nichts. Er war weder Jesus Christus noch der Teufel. Er war ein sonderbarer, skurriler Asozialer mit viel Energie, der ein paar verwirrte Aussteiger aus der Mittelschicht um sich scharrte. Und es gelang ihm, eine enorme Macht auf diese Leute auszuüben. Er hat das dann alles zu einem wirren, hasserfüllten Plan zusammengefügt und es gab niemanden, der gesagt hat, Charlie, ihr Mädchen, das ist verrückt.